Hi, hier ist der Frank von footblog-hamburg.de. Sei willkommen in einem neuen Video. Wir wollen heute mal wieder was Schnelles machen. Und zwar wollen wir heute Avocados nehmen und die Avocado einfach füllen. So, als erstes nehmen wir uns unsere Avocado und schneiden die einmal auf. Leichte Drehbewegung und schon ist sie offen. Dann nehmen wir einmal mit dem Messer da den Kern raus. Wir wollen unsere Avocado hier ein bisschen mit Lachs füllen. Deshalb muss das hier ein bisschen größer werden. Und ich nehme jetzt hier einfach ein bisschen was von der Avocado, von dem Fleisch raus. Das können wir aber für ein zweites Rezept, was ich jetzt gleich hier gleich verwenden. Bevor wir jetzt hier weitermachen, müssen wir einmal den Backofen anmachen. Stelle mir den jetzt auf 175 bis 180 Grad Umluft an. Habe mir jetzt ein bisschen Lachs hier aufgerollt. Den lege ich mir jetzt hier hinein. Sehr schön. Man könnte das mit Sicherheit auch gut mit meinem Karottenlachs machen, das sähe mit Sicherheit genauso geil aus und würde mit Sicherheit auch genauso gut schmecken. Ich mache mir da jetzt ein bisschen Pfeffer drauf. Das ist hier schön ausgenommen, da liegt jetzt schön mein Lachs drin mit gepfeffert und ich schlage jetzt ein Ei auf und werde das jetzt hier einfach oben drauf tun. So, zweiter Zauberakt. Man muss da halt so ein bisschen zaubern. Das ist nicht so einfach, das Ei da oben drauf zu behalten. Seht ihr? Geht. Mein Licht im Backofen geht nicht mehr. Was für ein Ärger. So, ich tue jetzt das Ganze hier im Backofen. Hier bleibt das ungefähr 15 Minuten drin. Und dann, ja, 15 bis 20. Aber wir können ja immer zwischendurch mal gucken. Ist nur leider jetzt dunkel in meinem Backofen. Bisschen ärgerlich. So, unsere Avocado mit Lachs und Ei sind in meinem lärmenden Backofen, wo mittlerweile ja auch schon das Licht nicht mehr gut drin ist, also beziehungsweise kaputt ist. Ich habe letztes Mal schon in einem von meinen Videos aufgerufen, habt ihr irgendwelche Vorschläge, Ideen, wisst ihr, welchen Backofen man sich am besten kaufen soll? Ich würde mich freuen, wenn ihr euch einmal bei mir melden würdet. Wenn irgendwelche Firmen sich bei mir melden, finde ich es auch geil. So, weiter geht's bei uns. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit und ich dachte mir, ich mache mal eben schnell noch einen anderen armen Ritter mit einer etwas anderen Variante. Finde ich sehr geil und es geht jetzt los. Einmal nach unten schauen, Schatz. Dafür tue ich jetzt hier in meine Schale ein Ei. Ein bisschen Milch. Ich habe mir hier schon hingelegt 4 Scheiben Toastbrot. Und mein Teppanyaki-Grill ist am Vorheizen. Man kann das natürlich auch jederzeit mit einer ganz normalen Pfanne machen. Man muss das nicht mit einem Teppanyaki-Grill machen. Ich mache das halt gerne, weil ich halt bestimmt viel Fläche da habe und ich halt auch sehr gerne damit arbeite. Aber fast ein bisschen viel an Milch, aber das geht, kein Problem. Dann würzen wir das Ganze schon mal ein bisschen vor, ordentlich Pfeffer da rein und ein bisschen Salz natürlich auch. Super. Mein Teppanyaki-Grill wird ein bisschen heiß. Ich tue da jetzt mal ein bisschen Öl drauf. So, ich fange jetzt mal an mit meiner ersten Scheibe Toast. Wende die hier einmal schön in meiner Eimilchmasse und lege mir die auf meinen Teppanyaki-Grill. Nummer 2 folgt sofort. Ich habe mir ein bisschen Bacon organisiert. Den will ich da schon mal drauflegen. Den werden wir jetzt mal so ein bisschen hier ausbacken. So, die ersten sind schon mal schön braun. Die haben wir jetzt schon mal einmal umgedreht. Mein Bacon ist hier noch schön am Ausbraten. Ich schneide gerade schnell noch mal eine Zwiebel und ein paar Tomaten klein. Und dann geht es gleich weiter. Dann brauche ich ein bisschen Zwiebel.
So, ein bisschen Zwiebel haben wir hier jetzt auch schon. Jetzt werde ich mir noch ein bisschen Tomaten klein schneiden. So, jetzt wird hier noch ein bisschen Cherry-Tomate klein geschnitten von mir. Die wollen wir da gleich auch noch drauf haben. Aber ich schmeiße die natürlich auch ein bisschen mit in die Pfanne und werde die mit ein bisschen anschwenken. Das finde ich ganz cool. So, die nächste Avocado. Ich will die damit drauf tun, deshalb werde ich die jetzt einmal aufschneiden. So, Nummer 2 ist ja immer wie so ein bisschen Lotteriespiel mit der Avocado. Die eben war ja nicht gut, dann gucken wir uns diese hier mal an. Das ist ja nicht so sonderlich viel Ausbeute jetzt an Avocado, die ich hier habe. Jetzt geht das ja auch nicht raus. Das ist meine Ausbeute jetzt von 1,5 Avocados. Das ist natürlich nicht schön, aber es ist halt immer so ein Spiel damit. Okay, dann gibt es heute halt nicht so viel, ganz so viel Avocado leider. Ich schneide die jetzt einfach mal dünn runter, tue die jetzt hier mit in meine, auf den Grill und grill die so ein bisschen mit an. Ich habe hier noch so ein Kombi-Gewürz von einem der namhaften großen Köche hier aus Hamburg. Das tue ich da jetzt so ein bisschen drauf. Und dann kommt da noch ein bisschen Pfeffer drüber. Und dann tue ich jetzt den Bacon hier schon mal auf diese Hälften. Ich habe da jetzt schon einmal ein bisschen was von der Avocado, die wir vorhin rausgenommen hatten für unser anderes Gericht, habe ich hier jetzt schon mal ein bisschen draufgelegt. Und wenn jetzt diese Avocado hier schön angebraten ist, dann tun wir die da oben auch noch drauf. So, jetzt habe ich meine Tomate schön klein geschnitten. Die Zwiebel ist daneben. Und die tue ich jetzt schön mit auf meinen Grill. Das stelle ich mir so als Topping vor, oben dann auf die Avocado. Was ja heute ein bisschen weniger ausfällt als gedacht. Das werde ich jetzt hier auch noch so ein bisschen anbrützeln. Dann kommt da gleich noch ein bisschen Pfeffer und Salz oben drauf. Pfeffer, Salz. So, die Avocado ist jetzt schön angeröstet von unten. Die lege ich hier schon mal drauf. Genial. Jetzt tue ich meine Tomatenzwiebeln ein bisschen weiter nach hinten. Meine anderen zwei Teile Toast kommen jetzt hier drauf. Wenn man so eine Teppanyaki-Platte hat, die man auf den Herd legen kann, kann man das damit auch hervorragend machen. Ich habe mal Videos gemacht zu dem Thema. Könnt ihr ja mal gucken. Das waren so meine ersten Teppanyaki-Videos. So, ich tue hier jetzt mal ein bisschen Butter dazu. Das tut dem Ganzen ja auch ganz gut. Dann gibt es noch ein bisschen mehr Geschmack. So, ich habe meine beiden Toastscheiben jetzt schon einmal umgedreht. Ich habe hier noch ein bisschen Butter, die tue ich mir dann noch mal wieder zwischen. Dann zieht die da jetzt auch so ein bisschen rein, gibt noch mal ein bisschen Geschmack. Jetzt warten wir, dass das hier unten auch braun wird. So ein bisschen Limette möchte ich da jetzt gerne noch oben auf die Avocado machen. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen Säure. Nicht zu viel, nur so ein bisschen. Genial. Dann tue ich mir mal meine Zwiebel, Tomate da oben noch mit zwischen. Sehr gut. So, meine Eier auf der Avocado, die sind mittlerweile auch fertig. Die können wir gleich mal rausholen. Aber das sieht doch schon
richtig gut aus. So, jetzt kann da schon mal schön der Deckel wieder oben drauf. Das sieht gut aus. Und dann kommt er jetzt auf den Teller. Nummer 1. Nummer 2. Ich schneide den mal auf. Ich hoffe, ich verbrenne mir jetzt nicht die Finger. Doch, tue ich. Mega heiß, das Ganze. Das sieht doch genial aus. Schön hier der Speck, dann schön Avocado, hier Tomate mit Zwiebel. Lecker. Das sieht doch gut aus. Ich finde sehr appetitlich, sehr anregend. Ich habe da jetzt auch richtig Bock drauf, das zu essen. Ich hoffe, ich habe euch da mal wieder eine nette Kleinigkeit präsentiert, die euch auch gefällt. Das war Video Nummer 150 von unseren ganzen Kochvideos. Ich habe ja so zwei, drei andere auch da mitgemacht, aber es sind jetzt 150 Kochvideos, die wir insgesamt gemacht haben. Schon ist eine beachtliche Summe und da steckt halt auch irre viel Zeit drin. Aber egal, es bringt ja auch immer wieder Spaß und es gibt ja auch jedes Mal wieder was Geiles zu essen. Beim nächsten Mal gibt es jetzt wieder ein bisschen Sous-Vide. Da könnt ihr ja dann auch reinschauen. Das kommt jetzt auch die nächsten Tage raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, das ewige Blablabla, wie immer bei allen YouTubern. Ach übrigens, was ich noch sagen wollte. Die Segeljungs, wo sind sie denn da? Die sind jetzt gerade auf dem Weg nach Indonesien. Da geht es ja mit demnächst auch wieder mit ganz viel Content weiter. Vielleicht habt ihr Bock, da vorbeizuschauen. Ich mache da oben mal einen Link. Und wir freuen uns natürlich auch immer darüber, wenn ihr uns abonniert, einen Daumen nach oben gebt oder Kommentare schreibt. Weil, ne, man möchte ja auch gerne mit seiner Community ein bisschen in Verbindung sein. Also schreibt uns fleißig Kommentare und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und ich sage tschüss. Ciao, ciao. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.